Und schon wieder zurück bei Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wir sind auf Galaweins Insel, wo offensichtlich Seltsames vorgeht, haben uns gerade hier mit der Macht des Gesandten von Berat den Zugang quasi erstritten. Ich gehe mal gerade das Wasser hier holen, nur damit wir alles mitgenommen haben. Und hier sind die Huabamaha-Tiefen und da ist... Moment, der Hiwahariki-Rücken. Na gut, schauen wir mal. Der Dschungel öffnet sich zu einer kleinen Lichtung. Die Bäume überragen den Boden und tauchen diesen Ort in kühlen, grünen Schatten. Ein Podium aus Stein, das durch Wurzeln zerbrochen und mit Moos und Schmutz überzogen ist, dominiert die Lichtung. Zwei abgewetzte Statuen, kauernde Dschungelkatzen, denen die Augen, Ohren und in einem Fall eine Tatze fehlen, flankieren einen Brunnen aus Stein. Entschuldigung, da musste ich gerade mal niesen. Muatus leise Stimme hörst du noch gerade ebenso. Dieser Brunnen bezieht Wasser von unterhalb des Schmelztieges. Er sollte Einlass gewähren für die Vorsichtigen. Lass uns mal nach Fallen suchen. Einer der Steine sinkt ein, wenn man auf ihn drückt. Es handelt sich um eine antike Druckscheibe. Es geschieht jedoch nichts, wenn du dich in sicherer Entfernung befindest. Vielleicht hat ein Entdecker, der vor dir hier war, die Falle entschärft. Oder vielleicht funktioniert der Mechanismus einfach nicht mehr, weil er seit Jahrhunderten den Elementen ausgesetzt war. Können wir die Statuen identifizieren? Nein. Es sind ganz sicher große Katzen, vermutlich Tiger oder Jaguare. Die abstrakten Windungen und Wirbel der Huana machen Kunst machen eine genauere Identifikation schwierig. Der Brunnen misst kaum einen Meter Durchmesser. Der Mörtel an den Seiten ist zerbrochen und grau, wenn er nicht komplett fehlt. Ein paar Felsen sind zerfallen oder wurden entfernt. Du hörst das Geräusch von fließendem Wasser aus der Tiefe herauffallen. Ein Strom fließt ganz weit unten. Ein schwacher, weißglühender Schimmer leuchtet entlang des zylindrischen Inneren des Brunnens. Auch wenn ein Enterhaken sicherlich am Brunnen befestigt werden kann, scheint die Stabilität des Gebildes nicht intakt zu sein und du bist nicht sicher, dass du mit deinem längsten Seil bis zum Boden gelangst. Ich glaube, an der Katzenstatue macht es mehr Sinn, oder? Du bindest das Seil um den Hals der Katzenstatue. Es sieht einem Halsband nicht unähnlich. Ein hartes Ziehen enthüllt, dass die Statue sich nicht bewegen wird und du lässt das Seil in die Dunkelheit des Brunnens hinab. Dann werden wir das Seil hinabklettern. Mit deinen Händen und Füßen am Seil tastest du dich an der Innenwand des Brunnens nach unten und kletterst flink das ganze Loch hinab. Du bemerkst einen zutage tretenden Stein in der Nähe, der aus dem Wasser emporragt. Du schwingst dich ein paar Mal vorsichtig hin und her und schaffst es, den Vorsprung mit deinen Füßen zu erreichen und dich eng an die Wand zu ziehen. Als du dich umschaust, bemerkst du, dass der felsige Vorsprung tiefer in die Dunkelheit, in die Dunkelheit anziehende Höhle hineinführt. Dann werden wir weiter in die Höhle hineingehen. Du schreitest in das Dunkel. Na, das sieht ja vielversprechend aus hier. Das ist ja großartig. Super. Du kannst noch immer das Flüstern des Wassers hinter dir hören, als der Weg durch die Höhle ein abruptes Ende nimmt. Die Passage wurde mit einer Ziegelmauer verschlossen. Ihre unebenen Steine sind von einem dichten Vorhang aus Ranken bedeckt. Ja, da werden wir Hammer und Meißel verwenden, um den Weg freizuräumen. Du brauchst einige Stunden, aber kannst dir schließlich mit dem Meißel einen Weg durch den brüchigen Mörtel bahnen. Als die Mauer in sich zusammenfällt, reißt sie die Ranken mit sich. Nur wenig Licht dringt durch das Loch in der Wand, aber du kannst gerade so ein Geräusch ausmachen, das sich nach dem Gluckern von Wasser anhört. Oder aber nach dem Plappern von Gestandenen. Ich glaube, das ist ein bisschen der Hintereingang in die Arena, oder? Du stolperst in einen Raum, der nur im Vergleich zu dem Tunnel, aus dem du gekommen bist, hell erleuchtet ist.
Ein Mann mit weichen Gesichtszügen und runden Augen blinzelt stumm, bevor er sich räuspert. Welcome to the Temple of Tuamawai, Watcher. Home sweet home. Akira, the wall. What even is down there? Er verdreht sich den Hals und blickt über deine Schulter. I'll let you handle this one. Konstantin bringt dich so weit wie möglich zwischen sich selbst und den Mann. Don't matter none, you're finally here is all. Crowd gets restless waiting. You best get out to the pit. Bitte was? Friendly, isn't he? Wer bist du? That don't matter none neither. I'm the Kith supposed to get you before the people. Und wo bin ich? Er starrt dich verständnislos an. Ich glaube, du hast mich mit jemandem verwechselt. Akira. You're in Challenger's chamber, yeah? That makes you Challenger. Beyond that, don't matter none. Na, da bin ich ja genau am richtigen Ort rausgekommen, das ist ja wundervoll. You having second thoughts about the right? Stop, it's too late. Er gestikuliert scharf zum Portal hinter ihm. Everyone champs at the bit to see you in action. Best not to argue with him, Watcher. Some of these folks got short fuses and itchy sword arms. Mich in Aktion sehen? Das hier ist kein Bordell, oder? What? No. Just get out there. Wouldn't be a problem if it were. Kazuwari's hunting for a fine brothel. Der Aumawana stößt einen Finger Richtung Torbogen, macht dann einen Schritt zurück und streicht mit einer Hand über eine Säule. Die Tür schließt sich zwischen euch. Schön. Ich soll also da rausgehen. Na gut. Ich bin in der Kammer des Herausforderers gelandet. Was auch immer wir herausfordern werden, es wird sich hinter dieser Tür befinden. Aber wer war dann der ursprüngliche Herausforderer, der ja offensichtlich nicht hier ist? A new challenger joins our eternal hunt. As is tradition, the primal elements shall sort predator from prey. Das schlachtende Gesicht. Triumph or perish. There is neither surrender nor retreat. Das überlebende Gesicht. Das sind die Gesichter, die wir auf der Truhe gesehen haben. Was ist denn jetzt? Tyrann des Verfalls? Watch yourself. Alles klar. Taste this. Didn't work. Lava beyond peak. Das hier ist Konstantin. Das ist das Schöne bei Konstantin. Er kann mal eben einen Drachen zur Hilfe holen. Mit seinen Fähigkeiten. Er ist ja ein Barde. This is futile. Just like that. Mold Pixie Honor. Lava Kill it all. Can't get a clean head. Mold Pixie Honor. Ah, ich sehe schon, der Tyrann des Verfalls, der wird. Der macht aber ordentlich Schaden. Aber richtig ordentlich Schaden. Und ich weiß nicht so genau. Immunität, Resistenz, Essenz des Verschlingens, Konzentration, nekrotische Lanze. Ich weiß nicht so genau, gegen was er anfällig ist. Und warum stehen die eigentlich vorne? Das war doch vorher nicht so. So. Bin mir nicht so sicher, gegen was er anfällig sein könnte. Er hat eine Rüstung gegen Blitz und gegen Gift. Ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Wir könnten es mal hiermit versuchen. No prisoners. With the foolishness. Just like that. Ja, ich glaube, das zieht ganz gut an. Und diese Fähigkeit sollte diesmal auch tatsächlich relativ sinnvoll sein, hoffentlich. Unser Drache dürfte dagegen immun sein. Wow. Elof richtet hier ein absolutes Chaos an. Was ist hier los?
that mess. I'll land the next one. Guess they don't like my figure. Lavaru, be on. Just like that. Kill them all. That's it. Yeah. Moe. Ich denke, wenn wir den Tyrann des Verfalls besiegt haben, dann können wir uns mit den Erdfäulen und den Fäulen hier generell, mit der Sturmfäule und so weiter, deutlich einfacher beschäftigen. Jetzt versucht er zu fliehen. Was ist denn mit ihm los? Konstantin ist, glaube ich, mehr amüsiert als alles andere. Aber gut, soll mir recht sein. Huch, warum greift denn... Warum steht denn der Lucius und Pipe jetzt wieder hier einfach rum? Und Ishii genauso. Das war's. Ich glaube, der Rest wird jetzt tatsächlich eine Kleinigkeit werden. Still got it. Das war die Herausforderung, der wir uns stellen mussten. Okay. Aha. Es gibt Geld und jede Menge Zutaten, Beute geborgen. Das sieht aber anders aus als vorher. Es ist irgendwie... Let's try again. Na gut. You have completed the first examination. Well done. Die erste Prüfung. Your fury brings joy to this arena and honor to your name. You have endured what the first of many trials. Return when you are ready to face your next challenge. Eine Arena, ja gut. Hier können wir dann wahrscheinlich gegen... Ich habe mir schon ein bisschen, also ich habe mir ein bisschen was sagen lassen über dieses DLC. Wir befinden uns ja im letzten DLC tatsächlich. Looks like you can hold your own in a fight. That's great. Really useful for not dying. Dankeschön. Die Wache von vorhin reibt sich etwas verlegen seinen kahlen Hinterkopf. You are alive. Praise Toamawai. I did not, I had not... I should have verified you were intending to join our Crucible Games instead of, Die Wache stampft mit dem Fuß auf, als seine Worte in einem Stammeln enden. That's about the closest thing you get to an apology around here. Keine Entschuldigung notwendig, aber zeige mir denjenigen, der hier das Sagen hat. Yes, of course. Toamawai truly rules this place. But Umayre deals with matters that pertain to lowly Kith. Umayre wants to bend your ear. You go find her in Hall of Memories. Straight past me. Er runzelt die Stirn, reibt sich den Hinterkopf und räuspert sich. Also, sorry about before. Naja, mach dir mal keinen Kopf darum. So. Aber einen Knoten im Rücken und den Eindruck, dass dein Freund ihn erleichtern könnte, bitte was? Hier stehen aber viele. Wahaki? You go in now. Umayre stays waiting for you. Alles klar, Arena-Wärter. Tierhäute liegen auf den breiten Schultern der Frau, die vor dir steht, und kurvige Hörner tragen zu ihrer ohnehin schon beeindruckenden Größe bei. Auf ihrer rindenähnlichen Haut wächst hier und da Moos, und als sie ihre schwach leuchtenden Augen zu dir dreht, gibt ein leichtes Lächeln zwei Reihen gezackter, haifischähnlicher Zähne frei. This is her. This is Umayre, the one we've come to see. She'll show you the way. Quite the show you put on, Challenger. Eine ihrer Hände liegt auf der Kante des Sockels unter der Schale voll schimmerndem Wasser. Yours is a new face within these hallowed grounds. Strange that. I don't recall the last challenger to enter the Crucible without first proclaiming their intent to me.
Ein Geist hat mich hergebracht, er sagte, du würdest ihn kennen. Then it is you. Ihr Blick huscht über dich und bleibt an deinen Armen und Beinen hängen. I sent Muatu that you might speak to him and seek us out, Watcher of Cad Nua. Ein Brief hätte es auch getan, weißt du? I wanted to know that you fairly earned your title. That you stand before me proves you a true Watcher. An even half-competent scholar could have found their way here based solely on the design of the crate you sent. Elof verschränkt seine Arme und sieht sie stirnrunzelnd an. A man's life for a message at a test. Good trade. Nun, ich bin hier. Was willst du von mir? Our ancestors constructed this temple as a tribute to the souls of all life. Of predator, prey, and the primal dance that forever binds them. Sie fährt mit ihrer Handfläche über den verwitterten Stein. Souls came to permeate these walls. A choir of voices greater than any individual chanter or druid. They became not unlike a god, at least upon this isle. Konstanten verdreht die Augen und gibt sich keine Mühe, seine Verachtung zu verbergen. Great Kith from across the Deadfire heeded their song and flocked to Kazuwari, whether to relive the battles of lore or forge legends of their own. Ihre Mundwinkel ziehen sich zu einem leicht beunruhigten Gesichtsausdruck zusammen. Aber jetzt ist etwas gewaltig schiefgelaufen. Lass mich raten. Not exactly, or rather, perhaps. A few months ago, the music changed. It became discordant to my ears, as if it and the souls no longer sang in harmony. I think perhaps that it is because of the foreign god stomping across the Deadfire. Ich dachte, die Geister würden das Lied singen. Wie kann es mit ihnen nicht im Einklang sein? Therein lies the mystery. Why has the song changed? What does it herald? Thus, I require a watcher. More stories get told of the watcher's abilities than there are islands in the Deadfire to hold them. Those that claim the mantle for themselves almost always prove charlatans or lunatics, or both. But if the tales of communion between Watchers and lost souls hold any truth, we might uncover what ails this place. Mhm. Hat denn die uneinige Melodie denn bisher zu Problemen geführt? Over the centuries of contests here, gallons of blood have been spilled in the arena. But the fights have always been reasonable. Now, however, the faces of the hunt summons great monstrosities to pit against green challengers. So wie das eben passiert ist. Even outside the Crucible, the beasts and kith of Kazuwari grow increasingly aggressive. The faces stoke their hostility. They seem eager to see blood spilled. This place has always been hungry for bloodshed. How's this any different? I would not expect you to understand, Konstantin. You were deaf to Kazuwari's song. You must draw the attention of the faces of the hunt in the Crucible. To contend in the Crucible, you must first complete the rite of passage. Sie spricht in ehrerbietigem Ton zu dir und neigt leicht ihren Kopf. Was gehört denn zu diesem Ritual? The faces of the hunt provide four trials. The aspirant overcomes them and earns the right to take part in the Crucible. Or they do not. Either way, blood is spilled and the faces are pleased. Und was sind diese Gesichter der Jagd eigentlich? The earthly voices of Tawamawai. They emanate from the statue of him that overlooks the arena. It reflects the three aspects of the sacred hunter: the seeker, the slayer, and the survivor. Deine Gesichter der Jagd hören sich stark nach Galawein an. So I have been told.
Die schürzt die Lippen. Und offensichtlich, da wir ja mit ihm schon gesprochen haben, ist es ja auch tatsächlich so. Tawamawai is within these stones, though. Can the same be said of some foreign god? Auf welche Weise bieten die Gesichter diese Prüfungen dar? These walls contain the souls, the memories of the many Kith who have come before. These souls communicate their will through the faces of the hunt. The faces stirs the memories, blending essence to summon spirits or manifest beasts of blood and bone. Don't know about you, but that sounds like chanter business to me. That all sounds rather circular. Manchmal redest du von den Geistern, als ob sie eine aus mehreren bestehende Gruppe wären. Dann widersprichst du davon, dass, als sei es nur eine einzige Kreatur. Indeed. Sie nickt. Tawamawai is one. Tawamawai are three. Tawamawai are scores. Und warum genau hast du deinen Geist nach mir geschickt? I learned of your abilities in the Crucible. One of N'Gari's agents brought us a remnant of a battle you had with a ship called the Drake. Ich kann mich gar nicht erinnern, aber ich meine schon, ja. The faces used that object to manifest an echo of you aboard your ship. You were quite impressive. Und was für eine Art von Prüfung ist das? Trials of combat. More than this, I cannot say. Only that you will face opponents of spirit and opponents of flesh. I'll happily lead these spirits into the light. Meine Gefährten und ich kämpfen als Gruppe. Ich habe nicht vor, mein Leben im Einzelkampf aufs Spiel zu setzen. One-on-one-Events are rare here. In the Crucible, we fight as nature intended. In packs. With disparate equipment and little effort spent to ensure fairness. Besides, it would be an incomplete trial if we tested only prowess. The leadership and preparedness of our contenders must also be judged. Und Leute sterben hier für sowas? Reward balances the risk. The champions of the hunt reap many blessings from the faces, treasures and mystic abilities alike. For as long as they survive, you mean? And the losers? The Beyond holds for them a position most privileged. Fighting ain't what makes one soul more deserving than another. Soti schüttelt ihren Kopf, ihre Lippen sind fest zusammengepresst. Na dann fangen wir mal an. Konstantins Schultern sacken herab und ihm entringt sich ein tiefes, erschöpftes Seufzen. The pool of memories will set forth the challenges that await you. Ihre Hand gleitet über den Rand des Beckens voll schimmerndem Wasser. Peer into its waters, when you are ready. Ich weiß nicht, bin ich bereit? You should speak with Humaire. She shall show you the way. Leave it to me. Persönliche Habseligkeiten häufen sich in den Gedenklampen. Gedenklampen, okay. Na gut, die Zwillingsstatuen stehen da und verurteilen jeden, der die Arena verlässt. Na toll. Großartig. Ich bin mir nicht sicher, wo ich hier gerade reingestolpert bin, aber ich glaube, das Einzige, was wir tun können, ist, in den Brunnen zu schauen. Prüfung der Naga. Herausforderer, welche die Elemente überleben, müssen als nächstes eine Jagd durch die Naga überstehen. Obwohl sie von der Größe und Stärke her mit einzelnen Gestandenen vergleichbar sind, kämpfen Naga-Krieger, Bogenschützen und Schamanen als einheitliches Rudel und können so kurzen Prozess mit unglücklichen Feinden machen. Artefaktopfer. Ist das der Übergangsritus? Gehe ich jetzt wieder direkt in die Arena? Ja, also was ich sagen wollte ist, ich habe mich schon ein bisschen informiert über das DLC, beziehungsweise habe ein bisschen was darüber gelesen. Und tatsächlich ist es so, dass dieses DLC nicht so viel Story beinhaltet, sondern eher auf die Kampffertigkeit.
can be coddled by luck. Auf die Kampffertigkeiten der Gruppe aufzielt. Das heißt, Leute können hier ihre, naja, ihre Fähigkeiten perfektionieren, ihre Gruppe oder die Fähigkeiten der Gruppe testen in verschiedenen Kämpfen und, naja, versuchen, der beste Kämpfer zu werden. Ist nicht ganz meins, muss ich sagen, aber wir werden trotzdem versuchen, durchzukommen. Now our challenger must face the archipelago's most insidious hunters, the Naga. If you can endure venom and vile cunning, then perhaps you have the makings of a proper contender. Now show us your will to fight. Naja, vom Willen zu kämpfen kann eigentlich keine Rede sein. Da sind sie, unsere Naga. Mhm. What is it? As you wish. Yes? They'll hurt. We're not alone. Das ist ein feindlicher Drache. Hey, wie unfair. Wenn die Drachen gegeneinander kämpfen. Oh nein, Ishii hat schon erwischt. Verdammt. Nobody kills my people but me. Lava, you're sick. With pleasure. Konstanten klingt aber auch immer so ein bisschen wie... oh, was machst du denn da vorne? Bist du des Wahnsinns? Ja, dafür muss er zu nah ran. Ja, aber wir könnten den hier versuchen. Not exactly my area of expertise. Nicht? Wieso nicht? Oh, was? Okay, die hat einiges abbekommen. Machst du da vorne? Unterbrechung, was soll denn das? Ja, wir hätten uns mit den... Oh mein Gott, das habe ich ja gar nicht gesehen. Die Flammennager-Schamanen dahinter, die blau... Oh Gott, die zwei Totenköpfe haben. Die habe ich ja gar nicht beachtet. Ich habe gedacht, das wären nur ganz normale Naga, mit denen wir relativ zügig fertig werden können. Das ist natürlich nicht so gut. Und die sind echt fies drauf. Die haben jetzt schon zwei Drachen beschworen und hier die ganzen Sumpfschleimer noch dazu. Puh. Ja, es ist das, was ich vermutet hatte. Ja, sind ja bestens für ausgerüstet. Das ist genau mein Metier. Möglichst herausfordernde Kämpfe, bei denen man ganz viele verschiedene Gruppen ausprobieren muss, tausende Fähigkeiten auswendig lernen muss und ne, ihr kennt das. Das kann ganz spannend sein für Leute, die die Engine maximieren wollen und herausfinden wollen, ob sie wirklich das schaffen. Ich muss aber gestehen, für mich ist es nicht unbedingt die schönste Aufgabe, deswegen kann es sein, dass wir für dieses DLC einmal die Schwierigkeit runterstellen. Und ich würde es schon gerne durchmachen, aber ihr seht das hier. Die Maximierung und das genaue Austarieren aller Skills und aller Fähigkeiten aufeinander, inklusive aller, weiß ich nicht, Items, die man noch haben könnte, ist nicht unbedingt meins bei solchen Spielen hier. Bei solchen Spielen hier kommt es mir zu 99% auf die Story an und nicht darauf, herausfordernde Kämpfe irgendwie zu schaffen. Das ist mir da relativ egal. Na gut, dann haben wir das zumindest auch erlebt. Eine gnadenlose Niederlage, von der ich noch am Anfang dachte, dass wir es ganz gut hinbekommen könnten. Da ist rum. Niederlage. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich werde tatsächlich die Schwierigkeit einmal runterschrauben. Vielleicht gehen wir auch erstmal raus. Weil auf der Insel ist ja noch ein bisschen was zu entdecken. Es ist ja nicht nur die Arena. Es gibt ja auch noch mehr zu entdecken auf der Insel.
gucken wir uns nächste Folge einfach mal ganz in Ruhe an. Jetzt sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sage einfach mal bis gleich. Tschüss.